Die Schülerinnen und Schüler der Berufspraxisstufe 1 der Glückauf-Förderschule in Mahl haben sich in einem künstlerischen Projekt mit den Themen Vielfalt und Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Das Ergebnis der Gemeinschaftsarbeit ist ebenso ausgefallen wie voll symbolischer Strahlkraft. Ein Bommel aus Wolle und Stoff. Es war uns wichtig, ein Kunstobjekt zu gestalten, das die Vielfältigkeit der Menschen verdeutlicht. Ein Bild von einer bunten, fröhlichen Welt, in der jeder seinen Platz hat und wir gemeinsam in die Zukunft schauen und sie durch nachhaltiges Verhalten mitgestalten. Da es den Jugendlichen um Nachhaltigkeit ging, kam der Kauf von Bastelmaterial für sie nicht in Frage. Stattdessen sammelten sie Woll- und Stoffreste im Familien- und Freundeskreis. Wir wollten einfach die Umwelt nicht verschmutzen und auch die alte Wolle aufbrauchen. Doch schon bald wurde der Klasse klar, dass die gesammelten Materialien für einen Bommel der geplanten Größenordnung nicht ausreichen würden. Dann hat meine Lehrerin einen Zeitungsartikel geschrieben, dass wir um Euroreste benötigen und nahm auch ganz ihr Malerbücher auch gespendet. Die Resonanz der Malerbevölkerung war für die Schülerinnen und Schüler überwältigend. Es hat total Spaß gemacht, auch so mit den Malerbüchern so zusammengearbeitet, dass sie uns Euroreste gegeben haben. Das war Völkerverständigung im ganz kleinen Maßstab. Kulturelle Vielfalt ist gut und wichtig. Eine Botschaft, die auch dem erdenrunden Bommel innewohnt. Die steht für die Welt, also weil die Welt auch bunt ist. Die bunte Welt und die Vielfalt spiegeln sich nicht nur in den verschiedenen Stoffen des Bommels wider, sondern auch in der Arbeits- und Gruppeneinteilung der Klasse. Alle Schülerinnen und Schüler übernahmen Aufgaben, die ihren jeweiligen Fähigkeiten entsprachen. Wir haben die Aufgaben so unter uns aufgeteilt. Ich habe gelernt, dass da fast alle mithelfen können beim Bommelmachen. Der Gedanke von dem Wettbewerb war natürlich auch ausschlaggebend, eine Welt für alle. Dass alle zusammen was schaffen können und auch müssen. Das Bommelmachen hat die Klasse für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auf einer Plakatwand in der Schulmensa dokumentiert. Auch den spannendsten Moment, das Entfernen der Holzplatten, um die die Wolle gewickelt war. Als mein Lehrer den aufgeschnitten hat, da war ich ziemlich gespannt, ob es klappt. Wäre dieser Schritt misslungen, wären 5 Monate Woll- und Wickelarbeit umsonst gewesen. Doch am Ende konnten alle Beteiligten aufatmen. Das Entfernen der Wickelplatten glückte und der Bommel war vollendet. Fast zumindest. Wir haben dem Bommel noch eine Frisur erpasst, sie ihn so schick gemacht, dass er nicht so schrubbelig ist. Das hat total Spaß gemacht. Und so steht am Ende nicht nur ein Bommel, sondern auch eine Aussage. Wir alle können uns gemäß unseren Fähigkeiten für eine buntere und nachhaltigere Welt einsetzen. Richtig cool. Da habe ich gedacht, war so ein Meister, ey. Julians Freude fand ich am schönsten. Ja, ich war echt stolz. Meine, deine, unsere Zukunft.